Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stammbach im LS19 am Sonntagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, wir haben ja gestern hier aufgehört, als wir das den Nestle Mais verkauft haben. Und heute geht es natürlich weiter, das komplette Feld nochmal abzuernten. Das haben wir ja schon fast erledigt. Zwei Bahnen, glaube ich, sind es insgesamt noch. Und dann haben wir es abgeerntet. Schon ein bisschen schade, dass die Häcksel-Saison dann für heute schon wieder vorbei ist. Aber wir sehen natürlich danach direkt wieder das Feld mit Mais an. Und dann werde ich den Mais Plus mal rausnehmen und dann mal gucken, ob es dann hoffentlich vielleicht funktioniert. BS Gaming hat mir auch in die Kommentare geschrieben, dass er selber auch mal nachguckt und auf der Stappenbach. Da bedanke ich mich natürlich sehr dafür. Und bin sehr gespannt auf das Feedback, ob das bei ihm auch so ist oder ob es bei euch auch so ist. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Na, da vorne kommt wieder das Loch. Da haben wir ja schon ein bisschen Weg hier außen rum gefahren. Bei mir auf im Dorf ist gerade etwas heute, oder beziehungsweise für euch war es ja, für euch ist gestern, für mich ist heute. Und zwar war das wunderschöne Bierkaschenrennen. Der ein oder andere wird es vielleicht kennen. Wer es nicht kennt, ich kann es euch mal ganz kurz erklären. Es geht darum, es gibt verschiedene Teams. Die Anzahl, ich weiß gar nicht genau, aber das ist eigentlich, glaube ich, die Anzahl ist nicht relevant. Jedes Team hat zwei Teammitglieder und es gibt ihr ein Biertrage jeweils. Die Leute müssen eine bestimmte Strecke, ich glaube entweder sind es 5 oder 6 Kilometer oder irgendwie sowas, an einem Tag schaffen und sie müssen ins Ziel kommen, aber das Biertragler muss leer sein. Also es muss jede Flasche ausgetrunken sein und sie dürfen natürlich auch nichts wegschütten. Ist für den einen oder anderen eine witzige Angelegenheit, für den einen oder anderen, der zum Beispiel Bier nicht so gut verträgt, natürlich nicht. Ich konnte dieses Jahr oder diesmal leider nicht dabei sein, weil ich tatsächlich eine Bodenplatte für unser Gartenhäuschen gebaut habe, also sprich Betonplatten neu und der Untergrund ist fertig. Ich muss mal gucken, ob ich dann auf der Feier noch zustoßen werde, die läuft. Ich glaube, denke mal bis 0 Uhr oder so. Also ist auf jeden Fall ein großes Event. Und da könnt ihr mir gerne in die Kommentare auch schreiben, ob bei euch sowas im Dorf auch gibt oder ob ihr da auch vorbei seid. Aber gibt es, glaube ich, nur in bestimmten Teilen von Dörfern, also im Land draußen, in Städte gibt es sowas, soweit ich weiß, nicht. Also ich habe es auf jeden Fall noch nicht mitgekriegt. Ist schon die letzte Bahn hier? Oh ja, das ist die letzte Bahn. Okay. Ich dachte, wir hatten noch eine, aber ja, wir hatten ja nicht mehr viel. In die Kommentare wurde mir auch gefragt, ob ich die Musik nicht ein bisschen leiser machen kann. Ja, mir kommt es selber auch ein bisschen laut vor, aber wir können gerne nochmal nachgucken. Lautstärke Radio 10%. Wenn die leise aus. 10% ist das leiseste, was geht. Mir kommt da auch lauter vor, aber. Ich weiß jetzt nicht, was ich da genau machen könnte. Lag. Oh ja, gut. Okay, er hat inzwischen gespeichert. Vielleicht würde er sagen, er ist fertig, oder? Da ist die blaue Meldung. Perfekt. Er klappt zusammen. Okay. Hat er das schon immer gemacht? Ja, ich glaube schon. So, wir werden jetzt. Ja, wir verkaufen nochmal den restlichen Mais. Und dann werden wir unseren Kercher platzieren, das wunderschöne Schmuckstück da komplett abwaschen. Und dann zurückgeben. Wir wollen ihn natürlich nicht dreckig zurückgeben, das gehört sich nicht. Auch hier im LS ist es nicht so schön. Und ein bisschen Stil soll sie auch noch haben. Und nicht hingerotzt.
Aber das ist der Kommentar, was mir der gute Kollege Philipp nochmal zurückgeschrieben hat, eben dem Thema Kartoffeln. Er hatte gedacht, dass es mit den Vollerntern, also autonom, nicht funktioniert, aber mit dem zum Anhängen. Gut, das weiß ich tatsächlich nicht. Habe ich nicht ausprobiert. Können wir aber gerne versuchen. Ich muss halt gucken, ob wir irgendwo eine Kartoffelmission kriegen. Aber es wäre eigentlich auch ganz gut, weil nachher nehmen wir immerhin noch ein bisschen gut Geld ein. Das Feld darf halt nicht zu groß sein. Wenn ich jetzt da ein halbes Jahr dran sitze, bis die abgeerntet ist. Wir haben natürlich CP, dann ist anders da, aber... So, wir lassen jetzt einfach mal ganz kurz hier vielleicht stehen. Da ist unser Häcksler. Oder was heißt unser? Der gemietete Häcksler. Oh ja, auch nochmal 3000. Ich weiß nicht, die Mietkosten sind, glaube ich, soweit ich sehe, nicht drinnen. Aber das muss ja auch nicht sein. Also schönes Teil. Muss ich wirklich sagen, schönes Teil. Das Loch umfahren, dass wir mit unserem Schneidwerk hier nicht aufhocken. Ein bisschen auf der Straße gefahren, also gleich schon fast wieder sauber. Aber wir waschen ihn trotzdem nochmal. Oh, geht das? Oh ja. Ganz knapp, zum Glück ist das wendig. Wo platzieren wir denn den Kercher am besten? Ich würde sagen, hier vorne an der Ecke, oder? Ja, hier vorne an der Ecke finde ich es gleich ganz gut. Diverses, da ist er, der Kerl. Oder warte mal, haben wir den zum Tragen auch drauf? Nee. Okay, nehmen wir halt den Standard. Oh, dann können wir hier platzieren, perfekt. Zack. 4500, Alter. Wieso ist der Kerl so sauteuer? Reifen schön. So, passt. Gute Flasche. So, gedreht. Und dann fahren wir das Schmuckstück weg. Wir können jetzt nochmal das letzte Mal für eine bisschen Zeit in voller Pracht sehen. Zu lange wird es wahrscheinlich nicht dauern, bis er wieder am Hof steht. Entweder selber gekauft oder gemietet. Wobei ich eher auf gemietet tendiere, weil so schnell kommen wir, glaube ich, nicht zu einer über einer halben Million. Ja, reparieren. Und dann geben wir das gute Stück zurück. Jo, da ist er weg. Das reparieren wir auch nochmal. Und dann gehen wir zurück. So, wir müssen natürlich auch gute Beziehungen hier mit dem Händler vor Ort haben. So, holen wir uns mal ganz kurz unseren Fan wieder. Da ist er. Und Xerium müssen wir auch nochmal wieder hochfahren. Ich muss mal gucken, was ich alles für Einzelkorn-Sämaschinen mit drauf habe. Hier habe ich jetzt tatsächlich vergessen, dass ich das eine mit reingenommen hätte. Aber ich gucke mal, ob es vom Quernenland etwas Schönes gibt. Aber ich glaube nicht. Oder wenn dann zu groß. Ich bin der Meinung, dass ich da nichts gefunden hatte. Aber wir gucken gleich nochmal. So. Aber ja, so ein Kercher am Hof ist schon wichtig. Muss ja nicht ein Kercher sein, es kann alles Mögliche an Hochdruckreiniger sein. Aber hier im LS gibt es halt nur Kercher. Oder gibt es noch andere Mods? Ne, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall noch keinen anderen gesehen. Und ein wunderschöner Straudenmann hier. Sondern das ist total sauber. Ja, und wer sich jetzt fragt, was das für eine Sprühflasche ist, die ist zum Markieren von Bäumen. Also
der ein oder andere, der im Vorstand ein bisschen tätig ist in Real Life, kennt das wahrscheinlich. Baum muss raus, kriegt nichts drauf. Hm? Also das ist schon wieder so ein komischer Kamerabug gewesen. Liegt das am Zaun? Na egal. Ah, oh, nee, das wird nichts. Wir wollen uns ja schließlich keine Schramme reinfahren. Dem Hänger, ja, geht. So, kommen wir noch ein bisschen gerade rein. Wir müssen natürlich auch ein bisschen platzsparend sein und nicht alles irgendwie komplett verschrammelt reinstellen. So, Motor aus und Umleuchte aus. Gewicht absenken und Hänger abkuppeln. So, passt. Dann suchen wir da jetzt unsere Xerion. Ja, passt, klappen wir zusammen. Aber beides können wir eigentlich hier unten stehen lassen. Das müssen wir ja nicht mit hochschleppen. Und ich werde auch diese Silos, die wo hier sind, lassen. Weil hier passen wir tatsächlich mit dem Schiebeschild rein. Die anderen waren mir einfach zu klein. Ich glaube, da wären wir überhaupt mit dem Schiebeschild gar nicht reingekommen. Ich bin jetzt ja leider nicht mehr dazu gekommen zum Ausprobieren, aber ich glaube, da wären wir nicht reingekommen. Zack, dann können wir die Kabine auch gleich drehen. Können wir wieder normal fahren. So. Tor natürlich noch zumachen. Da ist Gras drin. Ah, sieht man, diese BGA war schon länger nicht mehr in Benutzung, wächst sogar Gras in die Halle rein. Nee. Da müssen wir aufpassen, weil das ist jetzt ein relativ schmaler Weg und wenn man bei der Einfahrt rausdüst ein bisschen zu schnell, da kann es schnell passieren, dass man dann immer geraden landet. Wir haben zwar dann ein starkes Fahrzeug da, um rauszuziehen, aber es wäre nicht so angenehm, glaube ich. Ist hier überhaupt Verkehr? Okay, es ist 18:11 Uhr. Da haben, glaube ich, die meisten schon Feierabend oder sind auf der Heimfahrt. Ich glaube eher auf der Heimfahrt. Müsste eigentlich mehr Verkehr sein, aber ich sehe hier gerade, ist 30er-Zone. Ja. Ich sehe überall 30er-Zone. Egal. Die Grünen werden hier nicht schon irgendwo in irgendeiner Ecke rumstehen. Aber beides kann man gar nicht mehr sagen, die sind ja jetzt blau. Das soll jetzt auch in keiner Weise eine Beleidigung sein. So. Drin hier bei unserer Einfahrt. Nach der Aufnahme muss ich jetzt hoffentlich dran denken, dass ich die Halle tausche, damit wir unseren Drescher endlich mal reinstellen können. Okay, das Gewicht steht noch. Dachte gerade, wir haben es überfahren, aber nee. In unsere zwei wunderschönen Lemken-Flüge. Ich fahre tatsächlich noch ein bisschen weiter hier drüben rein, damit wir die Tore über Nacht auch schließen können. So, Motor aus, zack. So, dann gucken wir mal ganz kurz nach einer Einzelkorn-Sämaschine. Oh, kurz bis anders da hinhocken. So. Einzelkorn C-Technik, nein, ist ja da Einzelkorn C-Technisch, Standard. Hier geht's. Ja. Wenn man jetzt mal hier so guckt und dann da oben hin, da fehlt noch ein bisschen was, ne? Okay, und das war's, jetzt das Schwarzwechsel. Ah, die gehört so rum, okay. Wie PS braucht die 180 nur? Miete? Ja, wäre zu überlegen. Was ist das hier? So keine Sämaschine. Ah doch, aber die hat nur so ganz kleine Tank hier oben. Ja, 12. Muss ich sagen, braucht man nicht. Muss ich sagen, die gefällt mir auch nicht, so sieht eher aus wie ein Striegel.
Und jetzt eigentlich so sagen, sie sieht einfach aus wie ein Striegel. Okay, die wird auf der Straße. Ja, die muss man auch so fahren, weil die kann ja nicht zusammengeklappt werden. Interessant, interessant. Der Tank da oben sieht aus wie vom Düngersteuer. Ja, lass die mal mieten. Ich weiß nicht, ob die gut ist, aber wir testen sie einfach mal. Ich habe auch. Okay. Waren wir jetzt schon 10 Stunden hier drauf? Ja, moin. So. Wir probieren es einfach mal aus, wie sie den sich so verhält. Ich hatte die tatsächlich noch nicht im Einsatz. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich die in Einsatz habe, zusammen mit euch. Da haben wir sogar noch ein bisschen Saatgut rumstehen, perfekt. Und jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel denn da reingeht. Okay, die kann man schon mal ankuppeln, schon mal nicht schlecht. Tankdeckel öffnen. Ah ja, ist offen. Was heißt Tankdeckel? Saatgutbehälterdeckel. So. Zack. Mais. Oh, die kann auch Dünger. Haben wir auch noch da stehen, ja, perfekt. Oh. Ja, noch 100 Liter, das glaube ich. Wird nicht lange reichen. Kaufen wir uns halt noch einen. Wie haben wir das Geld? Wo ist er denn jetzt gespawnt? Hallo? Ah, da hinten. Hinter uns. War ich schon aufhören? Nee, 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 nee. Okay, wir stehen wahrscheinlich fast schon. Ah, jetzt geht's. Okay, ich muss tatsächlich auf die Seite, wo der Saatgutbehälter ist. Kann man das mal. Da geht sogar noch eine rein. Okay. Kein Problem. Wir machen das Ding natürlich voll. Sie ist ja da vorne. So. Frage ist, werden wir aus der Hof Torausfahrt rauskommen? Okay, ja, geht. Ich bin tatsächlich mal gespannt, ob der Öffnungszeiten hat, der Händler, wie im 17er. Aber ich glaube nicht, das Tor kann man ja per Hand öffnen. Und es steht auch kein Schild dran, also hat er wahrscheinlich rund um die Uhr für uns geöffnet. 24/7. Das ist natürlich schön. Lass dann mal hier vorne beginnen. Also wir müssen das Teil hier anders anhängen, ne? Abgehangen. So. Hängen wir mal an. Zack. Ich glaube. Ja, okay, er schafft's. Ja, okay, er schafft's. Frontgewicht brauchen wir nicht. Er ist so ein bisschen. Leicht in die Höhe gegangen. Ja, okay, das geht noch. So hat sich der. Ah, jetzt ist er zu. Er hat sich wahrscheinlich nochmal geöffnet, weil wir wo vorbeigefahren sind. Oh, das ist aber schon eine schöne, angenehme Breite. Ja. Ich weiß noch nicht, wird das hier irgendwie eingeklappt? Kann man das irgendwie einklappen? Ist die Maschine aufklappen? Ah, hab ich mir doch gedacht. Ja, wir hätten gerne Mais. Nö. Passt alles. So, liebes Kurt. Ne, warte mal. Die ersten paar Meter. Oder warte, wir machen zuerst den Kurs und dann Kursgenerierung. Was haben wir denn? Die 85. Ja. Vorgewende oder zwei reichen auf jeden Fall. 9 Meter, ja, das haben wir. Passt. Dann lass mal. Absinken. Die ersten paar Meter möchte ich nämlich selber mal fahren und gucken, wie sich denn die verhält. Oh, jetzt hätte ich fast was vergessen. Ah ne, warte mal, die düngt ja mit. Ich weiß nicht, lohnt sich das, wenn wir vorher düngen? Warte mal. Bevor wir das machen. Ich glaube, das muss gepflügt werden. Ah, es muss gepflügt werden. Jetzt ist die Frage, wollen wir das pflügen oder wollen wir es nicht pflügen? Gute Frage, nächste Frage.
Wie viel Prozent macht denn das gleich wieder aus, wenn man jetzt nicht pflügt? Ach komm, wir lassen es die mal einfach mal ausfallen. Ja, wir lassen es diesmal einfach mal ausfallen. Das. Eieieiei. Da müssen wir schnell hin. Wir lassen ihn jetzt einfach mal ansehen. Kollege, viel Spaß damit. Pass auf, die ist nur gemietet, ne? Wieso? Okay. Wieso stehen denn da immer noch die Pinöbel? Ach Gott, stopp, 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 stopp. Das habe ich ja ganz vergessen. Das kann ja gar nicht angesehen werden, da muss ja vorher gegruppert werden. Oh, das war jetzt knapp, ich hätte jetzt fast. Eieieiei. Das wäre jetzt ein mega Fail gewesen. Wir parken ihn aber mal ganz kurz da drüben. Wir speichern aber trotzdem so kurz den Kurs, den ich für morgen noch habe. Unterstrich F 85 9 M. Ich habe einfach dazu Mais. Ja, das passt so, zack. Ja, ich weiß, ich habe keinen Zugang zu diesem Land. Er hat's gespeichert, oder? Kriegen wir es dann nochmal. Ah, hier. Oh, ich habe die CPU schon so lange nicht mehr einsatz gehabt. Ja, okay, hat's gespeichert, passt. Der Gruppe, da machen wir den Johnny mal vorne ran. Der muss natürlich auch mal ein bisschen hier gefordert werden. Da kommen wir jetzt nicht ran, ne? Ne, da steht der Glas davor. Das heißt, er muss ganz kurz aus dem Weg, damit wir den anhängen können. So. Wir parken dann mal ganz kurz hier vor dem Düngersteuer hin. So. Johnny, komm her. So, der erste Einsatz auf dem Acker für den John Deere. Zack. Ich würde ihm tatsächlich das Gewicht geben. Er wird es zwar auch packen, aber wenn wir es schon haben, dann setzen wir es natürlich auch. Jetzt hat. So, das ist gerade nicht angekuppelt. War man zu weit rangefahren? Egal. Ich wollte sagen, wenn wir ein Gewicht schon haben, dann können wir es natürlich auch verwenden. Diese Torausfahrt, ne? Eieieiei. Ich glaube, da komme ich mal mit dem Drahtschneider und dann macht es zack, zack. Und dann ist die einfach plötzlich ein bisschen breiter. So. Müssen wir natürlich erstmal hier gruppern. Das ist Feldarbeit, ja. 85. Vorgewende machen wir. Ich sag mal 3, 5 Meter. Hoffe ich mal, dass es passt. Jo, das sieht doch gut aus. Nicht das Gewicht absenken. Das will ich absenken. Funktioniert auch. Ja, funktioniert auch. Wir lassen jetzt einmal kurz fahren. Ich muss tatsächlich gucken. Oh, okay, falsch schon richtig. Ich glaube, untermotorisiert ist er ja nicht, oder? 240 PS. Oh. 205. Ach, das praktische. Ja, guck an. Das schafft er. Easy. Der muss ja auch seine 205 PS mal richtig auf den Acker bringen, seinen 6-Zylinder oder was er drin hat. Der muss mal gescheit arbeiten hier. Das war Gruppen unterstrich F 85 mit 5 Meters. Jupp. Da dann nehmen wir so. Zack. Dann viel Spaß dir.
Und wenn wir jetzt mal ganz kurz Platz in unseren Ordnern schaffen. Wir machen den Kurs mal ganz kurz weg. Wir machen mal Feld Unterstrich 80. Zack. Wir machen mal ganz kurz die Sämaschine hoch, weil das stört mich mal ein bisschen, dass es immer aufleuchtet. Da packen wir das hier rein. Düngenfeld 80 kommt hier auch rein. Dann haben wir nochmal Säenfeld 80, kommt da auch rein. Und dann haben wir nur noch dreimal die 85. Für beim Häckseln passt. Dann haben wir nochmal Feld Unterstrich. Hoppala. Ich bin glaube ich gegen mein Mikrofon gekommen. Passt. Komm einmal das hier rein. Zack. Zack, zack. 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 So. Passt. Warte, geben wir da gleich mal dann deinen Kurs. Da haben wir ihn. Zack. Zack. Passt. So, jetzt entlastet. Was wollten wir jetzt machen? Der ist am Gruppern. Haben wir denn überhaupt noch was zu tun? Ah ja, genau, Spritzen wollten wir. Man entfernt. Zack. Haben wir überhaupt eine Spritze? Doch. Ah ja. Hätte ich jetzt gerade vergessen. Wir haben ja gleich eine anhängbare. Mit 38 Meter kann das sein? Ich glaube schon, die geht ja sogar bis 40. Also, alter Pfarrer. Junge, Junge, Junge. Aber wir brauchen das eh noch. Ein bisschen Spritzmittel, Herbizid hier. Da holen wir uns ganz kurz vom Kollegen Händler ab. Oh, unser Geld sinkt schnell. Schneller als ich gedacht hatte. Was haben wir denn alles drin? Alles noch für den Mais Plus. Alles für Karotten und so weiter, ne? Ja, das fällt dann halt alles weg, wenn wir das rausschmeißen. Muss ich mir noch genau überlegen, muss ich mir noch angucken, ich weiß jetzt momentan noch nicht, wie ich mich da entscheide. Oder ob vielleicht ein Update kommt, wo es funktioniert. Flüssigdünger, nee. Unkraut, das brauchen wir. Pflanzenschutzmitteltechnisch. 2000 Liter und ich glaube, in die Spritze passen 3900 oder 4000 Liter rein. Nee, das wird nicht reichen, glaube ich. Wir kaufen einfach mal zwei. 3900 war ja der Düngerstreuer. Mal gleich sehen wir mal, wie viel da reinpassen. Okay, allzu viel passen doch nicht rein. Passen doch nur viel. Okay, ein bisschen mehr als wie. Ein bisschen mehr als 4000 Liter. So. Aber wir verbrauchen ja auch, glaube ich, nicht viel. Und ansonsten, wir sind noch nicht weit vom Händler entfernt. Das passt. Ja komm, kauf noch mal einen. Ist jetzt auch schon wurscht. Dann ist das Ding immerhin komplett gefüllt. Und wir sind natürlich schon wieder bei 30 Minuten Aufnahmezeit. Aber ich will noch schnell zum Feld fahren. Schnell die Zeit vergeht. Junge, Junge, Junge. Wir fahren vorne rum, weil das mir ein bisschen zu eng. Bevor wir uns jetzt auch komplett festfahren. Das dürfte eigentlich, was wir angesehen haben, noch nicht so stark gewachsen sein, dass wir schon Pflegebereifung brauchen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Sonst müssen wir nochmal zum Händler fahren. So, rum hier. Aus dem Weg, wir müssen uns beeilen. Notfall. Und umleuchten haben wir an. Da können wir brettern.
Da wächst auch ein bisschen was. Ich glaube, dieser GPS oder sprich, dann aus dem, was wir ganz Pflanzen Silage machen können. So, rum hier. Oh, das sieht gut aus. Da ist noch gar nichts gewachsen, bis auf Unkraut. Ja, moin. Na gut. Da widmen wir uns aber morgen dann um diese komischen Pflanzen, was auch immer es sein soll, Gras, Ölrettich, keine Ahnung was, zu entfernen. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und morgen werden wir dann hier spritzen und wahrscheinlich hoffentlich drüben anfangen zu säen. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis zur morgigen Folge. Haut rein und ciao, ciao.